Währenddessen arbeitet sich der Spähtrupp gegen den Feind vor. Vor dem Heraustreten aus dem Walde hat er sich behelfsmäßig gegen Feindsicht getarnt. Der Gegner stellt sich zum Angriff bereit und schiebt seinerseits Sicherungen vor. Der Spähtrupp hat die feindliche Bereitstellung erkannt. Zum Feuergefecht mit einer überraschend auftauchenden feindlichen Abteilung kehrt der Spähtrupp zurück. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Die Meldung gelangt zum Bataillon. Der Beobachter einer Batterie erkennt von seinem Baumbeobachtungsstand die feindliche Bereitstellung. Der Feind hat sich in unübersichtlichem Vorfeld teilweise bis an das Hindernis herangearbeitet. Alarm! Waffen sind schussbereit. Handgranaten in Griffnähe. Nun kann der Gegner kommen. Besonders hohe Feuerkraft. Sie werden in der Verteidigung oft, wie auch hier, in vorderster Linie eingesetzt. Auf weiter Entfernung haben sie das Feuer eröffnet. Auch an anderen Abschnitten ist die Truppe alarmiert. Bei niedrigem Schnee kann der Gegner ohne besondere Hilfsmittel angreifen. Schneeanzüge erleichtern seine Tarnung. Leichte MG haben Feuer frei. Auch in tiefem Schnee können Angriffe erfolgen. Hier greift der Gegner mit Skitruppen an. Sie nutzen vor allem unübersichtliches Gelände aus. Dort, wo der Gegner Deckungen zur Annäherung ausnutzen kann, und für die Flachfeuerwaffen keine Wirkungsmöglichkeit besteht, wird der Granatwerfer mit Erfolg eingesetzt. So wird der Gegner unter ein sich immer mehr verdichtendes Feuer aller Waffen genommen.